Ja, das ist Monty Uncut. Erstmal willkommen. Und wir machen heute was Besonderes. Ich habe nicht nur auf meinem Das Monty-Kanal mittlerweile eine News zu einer Apple-Geschichte gebracht, nämlich zu den M1 Pro und Max-Prozessoren, die Apple jetzt vorgestellt hat, sondern jetzt gucken wir tatsächlich auch schon wieder, nicht schon wieder, aber ein Video über ein Apple-Produkt oder über Apple-Produkte, nämlich den Mac Mini M1 gegen Nvidia Studio Notebook von Andreas Ab. Ne, 43.500 Abonnenten. Denkt unbedingt dran, wenn euch das Video gefällt, guckt mal bei ihm vorbei, lasst ein Like und ein Abo da oder so, wird er sich sicherlich drüber freuen. Und wir gucken jetzt einfach mal rein. Ich habe jetzt keine Ahnung, was uns hier erwartet. Einen wunderschönen guten Insert beliebiger Zeitabschnitt, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Bevor ich weitere Worte verliere, gleich der wichtige Hinweis: Macht euer Handy auf lautlos. Sagt alle Termine ab, sperrt die Tür zur Oma zu, denn jetzt gibt's ein Video, auf das viele schon lange gewartet hatten. Wir vergleichen heute Äpfel und Birnen. Ganz konkret heißt das, das aktuellste, was die Apple-Welt an Rechnern zu bieten hat, mit dem aktuellsten, was die Windows-Welt an Rechnern zu bieten hat. Ganz konkret der Mac Mini mit M1. Es geht weniger um das Gerät, sondern eher synonym für das aktuelle M1-Lineup von Apple und ein MSI Creator 15. Auch hier geht es jetzt weniger um das Gerät, sondern synonym für das aktuelle Lineup an Workstation Notebooks mit noch relativ aktuellen Intel-Prozessoren mit der aktuellsten Generation, in diesem Fall RTX 3080 an Grafikkarten von Nvidia. Und kleiner Disclaimer vorab, wer diesen Kanal schon ein bisschen guckt, der weiß, Nvidia unterstützt mich, unterstützt diesen Kanal, hat mich auch in der Vergangenheit schon mit dem Gerät unterstützt. Tatsächlich sind die da extrem entspannt, denn wenn ich gerade so überlege, ich glaube, es gibt nicht mal die schriftliche Vorgabe, überhaupt ein Video zu machen. Mache ich natürlich. Aber ich bin komplett gänzlich frei in allem, was. Also, Nvidia ist wirklich entspannt. Muss man sagen. Von Nvidia habe ich noch nie Skripte, also so Vorgaben, Briefings oder sonst was bekommen. War bisher immer mega, mega locker. Da gibt es halt einen Reviewers Guide, den kann man sich durchlesen, wird man aber auch nicht unbedingt zu gezwungen. Also, Nvidia ist in der Hinsicht mega. Es gibt ein paar, ich nenne jetzt keine Namen, die sind da schon so ein bisschen unentspannter. Ich bin eigentlich kein Fan davon, wenn man jetzt von Herstellern irgendwelche Briefings bekommt. Also Briefing an sich schon. Da wird erstmal alles erklärt oder so, über das Produkt dann teilweise auch. Aber wenn man so Vorgaben bekommt, so in etwa, das musst du mit reinbringen, das musst du mit reinbringen, das musst du mit reinbringen. So einen Fall habe ich jetzt zum Beispiel aktuell, wo ich mich so ein bisschen drüber ärgere, aber das Video werde ich trotzdem bringen. Ich nenne keine Namen, weil ich es nicht darf. Ja, Nvidia ist cool. Und die meisten Hersteller auch. Ich würde zumindest immer einen Deal ablehnen mit einem Hersteller, wenn er wirklich komplett die Handhabe über das Video haben will. Dann sage ich, nein, jetzt ist vorbei. Briefing ist okay, ein paar Talking Points sind auf jeden Fall immer okay. Kann man mir vorgeben, alles bestens oder so. Aber das eigentliche Video mit Kritik, mit allem drum und dran, muss von mir kommen. Und ja, finde ich auf jeden Fall gut, dass er wieder da nochmal lobt, denn in dieser Hinsicht haben sie das auf jeden Fall verdient. Was ich sage, ich werde nicht bezahlt. Ich kann es auch erzählen, dass bei Nvidia alle blöde Ohren haben, ohne dass mich der Blitz trifft. Sorry, Nvidia. Ihr habt bestimmt alle schöne Ohren. Auf der anderen Seite. Aber er macht das gut, ne? Sehr sympathisch. Er kann sehr gut labern. Coole Kamera. Gefällt mir. Muss ich sagen. Den Mac Mini habe ich mir von meinem eigenen Geld gekauft. Das ist die stärkste Ausbaustufe mit 16 GB RAM und 2 TB. Naja, und ich habe keinen Grund, das eine Gerät jetzt gegenüber dem anderen zu haten. Mir geht es tatsächlich um einen sehr subjektiven, aber realistischen Vergleich in der Performance, in den für mich wichtigen Programmen. Also, ich verspreche euch ein komplett hypefreies Review von einer Person, die in beiden Welten eine lange Vergangenheit hat. Und ich will schon mal so viel spoilern. Es gibt einige Situationen, erstaunlich viele Situationen, wo der Mac Mini, und das haben ja auch viele andere Tester gezeigt, wirklich verblüffend gut mithält. Aber, und es gehört auch zur Wahrheit, es gibt mindestens ebenso viele Situationen, wo das RTX Notebook mit dem kleinen Apple-Rechner wirklich gnadenlos den Boden aufwischt. Cooles Intro. Auf der einen Seite des Rings haben wir also den aktuellen Mac Mini, stellvertretend für das Lineup der M1 Max. Und mit diesen Geräten hat Apple technisch gesehen eine komplette Neuentwicklung hingelegt. Eigene Grafik, eigene CPU, alles zusammengelötet auf einem kleinen Chip und der ist auch noch verdammt energieeffizient. Damit kann man tatsächlich zum allerersten Mal sagen, dass Apple in puncto Preis-Leistungs-Verhältnis richtig gute Angebote am Start hat. Ah, Auf der anderen Seite des Rings. der gibt sich echt Mühe, der hat Ahnung. Kann es sein, dass das so ein
sah gerade so ein bisschen so aus, irgendwie so ein Fotografenkanal oder so ist, weil ich habe mich mit dem Hi, Kanal jetzt mein Name ist noch so Andi. gar nicht. Ja, Filmemacher, Fotograf, ich wollte es gerade sagen. Und es gibt mal wieder ein Abo, was ist denn hier los? Von Maisix. Vielen Dank, moin, moin, Monty. Sehr großzügig. Weil man sieht einfach, er hat einfach Ahnung. Ne, sowas, was er da macht, auch mit diesen, mit den Lichteffekten und so weiter, können wir hier mal gerade gucken. Weil jetzt achtet mal hier auf den Schatten. Sowas kann ich gar nicht. Also, du brauchst ja, glaube ich, auch zwei Personen für. Jetzt achtet mal auf den Schatten hier bei der Bewegung. Richtig gute Angebote am Start hat. Auf der anderen Seite des Ja, Rings mega das geil. MSI Also, der Creator kennt sich schon aus. Workstation Notebook. Ausgestattet mit einem Intel Core i7 der 10. Generation, 32 GB RAM und das ist nicht nur im Notebook-Sektor, sondern generell noch eher eine Seltenheit, 16 GB Videoram. Dazu gibt es die optimierten Nvidia Studio-Treiber, die extra für alle gängigen Kreativanwendungen entwickelt und getestet werden. Okay, jetzt mal zum Eingemachten. Ich habe beide Rechner hier vor mir stehen, beide neu gestartet, frisches Projekt aufgemacht, Material, dasselbe Material neu reingeladen. Es handelt sich um 4K-Material, 30p von der A7 S3 in All-Intra, also ein halbwegs schnittfreundlicher Codec. Nicht das Schlimmste, was man in einen Rechner werfen kann, aber jetzt auch kein ProRes oder so. Durchaus schon ein wenig herausfordernd. Beide Geräte, sowohl die Nvidia GPU als auch der M1 Mac, haben Hardware-Unterstützung zum Dekodieren dieses Materials. Sprich, das Playback sollte eigentlich erstmal ziemlich flüssig laufen und das probieren wir jetzt mal aus. Zuerst hier beim M1 Mac. Ich habe das Zeug in die Timeline geschmissen, ein paar Clips mit Gemüse. Oben sehen wir 30 Frames konstant. Ein bisschen Gemüse. Und ja, es spielt ab. Soweit jetzt erstmal wenig überraschend. Beim Windows-Rechner sollte es dasselbe Ergebnis sein. Abspielen, oben, soweit flüssig. MSI Creator 15 kenne ich nicht. Muss man das Ding kennen? Habe ich noch nie was von gehört. MSI Creator, Super Monty. MSI Creator. Creator 15. Ach so, das ist jetzt der Rechner, der heißt so. Ach so, ich dachte das Programm gerade. Was ist das denn? Mein Gott, heute irgendwie läuft es bei mir nicht rund, ne? Was ist das denn für ein Programm? Was ist das? Nee, was ist das für ein Programm? Für ein Schnittprogramm? Kann mir das jemand sagen? Ich dachte gerade, das Schnittprogramm des MSI Creator 15, aber der Rechner heißt ja so. Da Vinci Resolve ist das? Oh, Metal Gear! Oh, erste Nachricht an das Zuschauer. Es läuft doch heute. Ne, Magic's nicht, also Da Vinci wird das dann sein, ne? Nur ich finde es ein bisschen schade, dass es hier nirgendwo beisteht, weil jeder fragt sich halt, was ist das denn für ein Schnittprogramm? Ne? Deswegen. Gut, das sollte eigentlich auch keinen Rechner vor allzu große Herausforderungen stellen. Alles andere wäre schlimm. Die Tests sind jetzt nicht komplett unbeeinflusst, was die Performance betrifft, weil auf beiden Rechnern ein Screen Recorder läuft, OBS. Da es aber auf beiden Rechnern läuft, denke ich, dass der Performance-Einfluss vergleichbar ist. Ohne diesen Recorder würde jeder Rechner noch ein kleines bisschen besser performen. Gut, Playback ist easy. Für sowas gibt es dann ne, Capture-Karten. Also bei der Kanalgröße und wenn er wirklich solche Videos macht, jetzt auch mit mal Rechnertests oder sonst was, dann wäre eine Capture-Karte auf jeden Fall hilfreich, denn so wird natürlich jegliche Performance von OBS oder so eliminiert. Muss man haben. Das sollte jeder hinkriegen. Ein bisschen anders sieht es aus, wenn wir mal anfangen, ein leichtes Color Grading zu machen. Das habe ich jetzt hier gemacht bei dem Clip. Ein Color Space Transform, ein bisschen mit den Kurven das Ganze bewegt, um aus dem ungegradeten Logbild mal was zu machen, was ein bisschen vorzeigbarer aussieht. Nichts Heftiges und wir spielen ab. Erstmal auf dem Mac Mini. Er braucht einen Moment. Beziehungsweise ich gehe mal in die Edit-Ansicht drüber. So. Aber er ist bei 29,97. Und spielt das Ganze flüssig ab. Ich habe übrigens die Hat er eigentlich was zur Auflösung gesagt? Sind das 4K-Videos? Okay, werden ja seine Videos irgendwie was sein. Doch, okay, dann wird es 4K sein, gehe ich mal von aus, weil Full HD schafft doch jede Krücke mittlerweile, oder? Das ist doch kein Problem. Den Proxy-Modus deaktiviert. Das heißt, wir haben jetzt nichts, was dem Rechner irgendwie Ressourcen sparen würde. Es ist nichts vorgerendert. Es rendert auch nichts im Hintergrund. Also es wird die Leistung nicht beeinträchtigt. Und wir haben die Timeline-Resolution nicht reduziert. Also wie gesagt, uneingeschränkte Belastung für den Rechner. Gucken wir, wie es drüben beim Windows-Rechner aussieht. Ich gehe auch hier mal in die Timeline zurück. Wir haben das gleiche Grading angewendet, spielen das Ganze ab. Naja, Nicht er mehr so braucht einen geil. Moment.
So, kommt jetzt, jetzt auch auf 29,97, spielt flüssig ab. Okay. Das kurzen Moment braucht, um sich einzupendeln, das habe ich jetzt schon oft gemerkt, und zwar bei beiden Rechnern. Ich weiß nicht, ob das am Codec liegt. Es ist auch nicht wirklich reproduzierbar. Teilweise spielt das Material sofort flüssig ab, teilweise nicht. Das habe ich aber auch. Ist bei Premiere Pro das Gleiche. Du kannst das überhaupt nicht forcieren, wieso das mal funktioniert, mal nicht. Ich denke, das hängt damit zusammen, wer der die Daten in den Speicher schaufelt von der SSD oder sonst was. Also dieses ganze Zusammenspiel von allen Hardware-Komponenten. Also nachvollziehbar ist es jedenfalls nicht. Nicht. Insgesamt habe ich es auch schon öfter erlebt, dass selbst bei Material, wo ich überhaupt keine Bearbeitung drauf packe, es teilweise komplett flüssig abspielt und teilweise zu einer richtigen Zitterpartie wird. Bei mir ist es zum Beispiel ganz krass, also einfach nur 4K-Videos, wenn ich ein normales 4K-Video habe, wo ich Color Grading und so ein bisschen mache ich ja auch immer oder so, da gibt es null Probleme mit meinem Rechner. Okay, ich habe ja jetzt auch Desktop-PCs, die haben ein bisschen mehr Dampf, aber ganz, ganz kirre wie jetzt, wenn ich zwei 4K-Videos übereinander lege und die müssen gar nicht mal beide in einem Bild sein, sondern einfach nur da drüber lege und das untere 4K-Video sieht man nicht, dann kackt Premiere Pro regelmäßig richtig schön ab. Da muss man erstmal warten, bis er sich die Daten alle so reingepfiffen hat und zurechtgelegt hat oder so. Und dann kann man irgendwann mal auf Play drücken, damit das so halbwegs flüssig läuft. Das ist so ein bisschen nervig. Wird. Und zwar auf beiden Rechnern. Häufiger auf Mac, aber auf beiden Rechnern. Warum, weiß ich nicht so richtig. Ich schiebe es deswegen mal ein Stück weit auf die Software. Aber um jetzt hier nochmal den Beweis anzutreten, zack, ich spiele ab und es spielt ungerendert ebenfalls flüssig mit 29,97, also auch hier soweit kein Problem und sollte man auch erwarten dürfen. Gut, treiben wir das Ganze noch ein bisschen weiter und hauen jetzt mal ein paar mehr Notes drauf und machen ein bisschen härteres Grading. Das heißt, wir machen jetzt mal hier einen Color Warper oder sowas, machen wir aus unserer Paprika eine pinke Paprika. Fantastisch. Ich hau noch ein bisschen, addiere noch ein bisschen Motion Blur rein. Nicht mal, dass man das bräuchte, aber wir tun es einfach. Machen noch ein bisschen Rauschreduktion. Zack. So. Bisschen hoch. Was könnte man noch für einen Effekt draufhauen? Vielleicht so ein bisschen Lens Flares hier. Lens Reflections. Das ist doch auch immer schön. Und zum Abschluss schärfen wir das ganze Bild noch ein bisschen. Nicht viel, nur so drei Pünktchen runter. Okay, wenn ich das Ganze jetzt abspiele, ich würde erwarten, dass es... Das wird nichts. Ja, nee, da geht natürlich gar nichts. Wir haben eine Abspielgeschwindigkeit von 2 Frames. 2 Frames ist auch nichts vorgerendert. Das ist soweit nicht verwunderlich. Aber mal gucken, wie es am RTX-Rechner aussieht. Ich habe jetzt hier genau das Gleiche. Ja, und mit, ich weiß nicht, mit Nvidia müsste das auf jeden Fall relativ gut funktionieren. Nvidia ist ja schon stark. Also selbst wenn man AMD-Karten drin hat oder so, ich kenne jetzt DaVinci Resolve natürlich nicht, aber gerade mit Premiere Pro oder so ist das eigentlich nicht das riesengroße Problem. Da rockt ihn wieder schon gut ab. Grading draufgepackt, das heißt mit dem Color Warper die Paprika pink gemacht, noch Motion Blur und Rauschreduktion am Ende das Ganze nachgeschärft. Gut, spielen wir mal ab. Er druckelt auch. Aber eine ganz andere wir kommen Liga, ne? Auf 11 bis 12 Frames. Also natürlich in beiden Fällen unbenutzbar, das müsste man jetzt rendern, aber trotzdem... Karo, PC-Quellen für Fortgeschrittene, genau so ist es. Hier sieht man jetzt einen deutlichen Unterschied, nämlich, was ist denn das, von 1, 2 auf 12, also 5, 6-fache Performance. Das überrascht mich tatsächlich. Ich habe ja vorher einige Tests durchgelaufen, aber so deutlich waren die selten. Okay, wirklich arbeiten kann man damit natürlich nicht, also müssen wir jetzt einmal rendern. Ich starte den Render-Cache auf beiden Rechnern gleichzeitig. 1, 2, 3, zack. Und beobachten mal das Schneckenrennen, was jetzt schneller geht. Dum, 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 wo wird es denn angezeigt? Dum, dum. Wie weit er ist? Ach, da. Ne, Moment. Okay. Ach, der Balken das hier, ist, oder was? Das ist, denke ich, recht deutlich. Der Mac Mini hat etwa 10% gerendert. Und das RTX Notebook. Wo sehe ich das? Ist das das hier? Dieser Balken, oder was ist das? Der blau-rote Balken, ist das doch? Ja, weil er erklärt es nicht. Finde ich so ein bisschen schade, er konzentriert sich im Prinzip auf seine aktiven Zuschauer, die alles von ihm kennen. Hat vorhin schon einer geschrieben, jeder Zuschauer von ihm weiß, dass er DaVinci Resolve benutzt. Aber neue Zuschauer, hat er schon ein paar Mal gemacht so, die wissen einfach nicht, worum es genau geht. Also er hat nicht gesagt, welches Programm er benutzt und er sagt nicht, hier, guckt mal hier, da ist der Balken. Also man muss sich meiner Meinung nach schon so ein bisschen auf neue Zuschauer einpendeln. Und ist ja nur ein Satz, den er dazu sagen muss. Wäre nicht verkehrt gewesen. Okay.
ist fast fertig. Und fertig. Und jetzt könnten wir es vermutlich auch flüssig abspielen. Ja, problemlos. Der Mac ist vielleicht bei 15% oder sowas. Übrigens, ich sage deswegen die ganze Zeit RTX Notebook, um ein bisschen rauszuarbeiten. DaVinci Resolve verlässt sich sehr, sehr stark auf die GPU. Es ist unglaublich stark GPU-optimiert. Und gerade die 16 GB Videoram, die hier drin sind, machen einen deutlichen Unterschied. Und das glaube ich nicht. Also es ist nur Glauben. Es ist jetzt kein Wissen, überhaupt gar nicht. Ich kenne mich mit DaVinci Resolve nämlich null aus. Aber dass der Videospeicher beim Schnittprogramm eine erhebliche Rolle spielt, habe ich so noch nicht gehört. Das glaube ich nicht. Daran liegt es nicht. Es liegt schlicht und einfach an der GPU. Also wenn man jetzt so beim Rendern bei ihm jetzt mal den Videospeicher-Test machen würde, wie viel belegt ist oder so, ich glaube, keine Ahnung, sind vielleicht 2-3 GB oder was belegt, wenn überhaupt. Das ist nicht wahnsinnig viel. Das kann ich deswegen sehen, weil ich vorher sehr viel mit einem Razer Blade Advanced gearbeitet hatte, auch ein Workstation-Notebook. Das hat fast exakt dieselbe Hardware drin, also nahezu exakt denselben Prozessor, auch 32 GB RAM, aber die Vorjahresgeneration Nvidia-Grafikkarten, wenn man so will, mit nur 8 GB RAM. Ich zeige euch später noch eingeblendeten... Ja, aber die Vorjahresgeneration ist auch deutlich langsamer gewesen. Von daher, ich glaube nicht, dass es am Speicher liegt. Ich kann mich irren, vielleicht irre ich mich auch, keine Ahnung, aber ich glaube es nicht. Rendervergleich, da sieht man, dass es einen deutlichen Unterschied macht bei nahezu identischen Komponenten, aber neuere Grafikkartengeneration, gute 25% höhere Rendergeschwindigkeit, blende ich euch später ein. Deswegen immer so ein bisschen der Hinweis, was wir hier vergleichen bei DaVinci Resolve, ist halt vor allem die GPU-Performance. Okay, ich würde sagen, wir warten jetzt nicht, bis der Mac Mini fertig gerendert hat. Es ist, wundert mich tatsächlich, dass es so lange dauert gerade. Das ist gar nicht meine Absicht, den Apple-Rechner jetzt irgendwie so wahnsinnig schlecht dastehen zu lassen. Denn ich hatte ja gesagt, in vielen Alltagssituationen, das haben wir jetzt ja beim Playback und beim leichten Grading gesehen, hält er durchaus echt okay mit. Wenn es anspruchsvoller wird, klar, dann wird er irgendwo in seine Schranken verwiesen. Gut, ich würde sagen, wir wechseln das Szenario und gucken uns jetzt mal KI-Funktionen an. Die sind ja auch sehr stark GPU-lastig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat Apple in seinen M1 Mac spezielle KI-Kerne drin, die genau dafür gut geeignet sein sollen. Also ich würde sagen, neues Testfeld. Und das haben die RTX-Karten ja quasi auch. Ne? Also von daher beide. BP1422 Apple gleich Abzocker, leider. Abzocker nicht, die haben eine gute Marke und das lassen sie sich halt gut bezahlen. Aber abzocken würde ich jetzt nicht sagen, extrem teuer. Viele würden jetzt sagen, das ist doch das gleiche Monty. Feldkarten werden neu gemischt, wir gucken mal, was dabei rauskommt. Nächster Punkt, Slow Motion. Hatte ich euch ja kürzlich in einem Video die Speedwarp-Funktion gezeigt, die mich total weggeblasen hat, als ich sie kürzlich entdeckt hatte. Und die berechnen wir jetzt mal. Das heißt, wir haben einen Clip, ich versetze den in Zeitlupe von 100% auf, sagen wir mal, 25%. Und wenden jetzt, zack, hier unten Optical Flow an und stellen das Ganze auf Speedwarp. Ich habe das Rendern noch deaktiviert, wenn wir es jetzt abspielen. Dürfte erstmal nicht genau, viel, ne? Da geht gar nichts. Das ist aber nicht weiter verwunderlich. Dasselbe jetzt hier auf dem Windows-Rechner. So, mal gucken, wie es hier. Lukas schreibt, was ich überhaupt nicht unterschreiben kann: Apple verlangt nicht so übermäßig viel Geld, sie setzt nur auf sehr teure Komponenten. Das ist so nicht richtig. Das ist so nicht richtig. In Apple-Geräten sind teilweise ganz normale Intel i7s, die 200-300 € kosten. Also nicht übermäßig teuer oder sonst was. Natürlich, sie setzen schon auf sehr gute Komponenten. Das kann man Apple nicht absprechen. Aber wenn man sich einen Apple-Rechner quasi, einen Hackintosh oder so selber mit den gleichen Komponenten zusammenbaut, kostet das Ding in der Regel die Hälfte, ne? Also das ist jetzt meiner Meinung nach nicht so richtig. Hier kann abgespielt werden? Nee, ne? Okay. Beide Rechner sind überhaupt nicht imstande, irgendeine Form von Echtzeit-Performance hinzukriegen. Hätte mich auch gewundert, offen gesagt, weil das ist wirklich, wirklich ein hardwarehungriger Effekt. Schauen wir, wie lange es der Rendern dauert. Und wir starten Smart Rendern, 3, 2, 1 und los. Das könnte jetzt dauern. Das zieht sich jetzt. Gottes Willen, ist das spannend. Ja. Und war die ja. Dieses Jahr schon mal im Kino? Ich war in Black Widow. Heute Abend gehe ich in Suicide Squad. Oh, er ist offensichtlich ein Comic-Verfilmungsfan. Das ist beides nicht meine Welt.
kurzer Zwischenstand. Das MSI Creator ist jetzt bei einem guten Drittel, würde ich sagen. Der Mac ist noch homöopathisch, aber auffällt. Und deswegen auch diese Eingangssequenz dieses Videos. Ihr hört es vielleicht, wenn ich ganz still bin. Laut! Das eine Gerät föhnt sich halt ein Wolf und das andere gar nicht. Das ist schon echt beeindruckend. Und es fällt mir jetzt auch auf, es wäre mir früher gar nicht aufgefallen. Ich habe lange Zeit mein MacBook Pro von 2017 benutzt. Das hat immer geföhnt, das hat sogar im Leerlauf geföhnt. Und jeder andere Rechner, also jedes andere Notebook, unterlasst auch. Ich kenne es gar nicht anders. Das ist für mich tatsächlich mit die größte Errungenschaft, die Apple mit den M1 Macs gemacht hat, dass diese Dinge einfach so effizient sind und wenig Hitze entwickeln. Und das jetzt bei den M1 Macs und Pro, die sie vorgestellt haben, ja ähnlich. Die sind nochmal mega oder deutlich effizienter und die dürfen natürlich dann auch entsprechend leisere Laptops möglich machen. Und das ist ja sowas, was mir bei Laptops oder bei Notebooks natürlich auch tierisch auf den Sack geht. Die sind immer so laut. Sobald man mal so ein bisschen mehr Power verlangt oder so, werden die immer schweinelaut und heiß und so. Ja, das gefällt mir nicht. Und Desktops, die kann man so schön leise machen. Ne? Macht einfach mehr Spaß. Der DIN-Norm ist da, Mahlzeit. Man hört sie einfach nicht. Also ja, der M1 Mac, der rendert viel langsamer. Es ist kein Vergleich, er ist viel langsamer. Aber für die Performance, die er trotz allem liefert, ist er unfassbar leise. Du kannst rendern und du hörst ihn nicht. Das ist der Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn. Gut, dafür rendert er bis morgen früh. Aber nachts, während er rendert, kann man gut schlafen, weil man hört ihn ja nicht. Okay, ich breche das Ganze jetzt an der Stelle mal ab, sonst komme ich heute Abend nicht mehr ins Kino. Das war jetzt der Bereich KI-Berechnung. Zugegeben, extrem anspruchsvolle KI-Berechnung. Ich will jetzt nochmal zurück zu Playback gehen, aber mit einer anderen Materialsorte. Nämlich, wir gucken mal, wie sie es mit RAW-Footage verhält. Konkret habe ich jetzt hier Red RAW-Footage reingeladen, mit einer Red Epic Dragon geschossen in 5K. Und das Ganze ist jetzt einfach mal hier in eine 4K-Timeline reingepackt. Wir gucken, wie es abspielt. Gut, das ist die Playback-Performance jetzt auf dem M1. Interessanterweise sagt er mir jetzt sogar oben, dass er es flüssig abspielen kann. Also ne, braucht einen Moment, um die Abspielgeschwindigkeit zu finden. Ja, aber also nicht nur gefühlt, sichtbar ruckelt es trotzdem. Immer bedenken, wir haben keinen Proxy-Mode, es ist die volle Auflösung. Wir können gucken, wenn ich das Ganze jetzt reduziere auf Quarter Resolution, um es dem Rechner ein bisschen einfacher zu machen. Ruckelt immer noch. Sehen wir praktisch überhaupt keinen Unterschied. Gucken wir rüber zum Windows-Rechner. Genau. Wobei das Premiere Pro teilweise ähnlich. Da kämpfst du dir einen ab, weil du mit voller Auflösung gerade abspielst und dann ruckelst, dann stellst du runter und irgendwie gibt es keine Besserung. Also finde ich manchmal so ein bisschen seltsam. Selbe Clip liegt auch hier in der gleichen Timeline. Wir spielen ab. Gut, es läuft flüssig. Okay, es gibt noch einen weiteren Punkt, der mir aufgefallen ist und der betrifft das Thema Dual Monitor Setup. Es ist ja aktuell bekannt, dass die M1 Macs nur bis zu 2 Monitore unterstützen. Das ist auch gar nicht weiter schlimm. Doch. Also wir leben im Jahr 2021. Das Video ist aus dem Jahr 2021. 2 Monitore, ob das jetzt ein Laptop ist oder so ein Gerät oder was auch immer. 2 Monitore geht nicht. Da muss mehr gehen. Das kann nicht sein. Nvidia, AMD und Co., die können seit Jahren schon 3, 4 oder noch mehr Monitore ansteuern. Wo kann denn jetzt das Problem sein? Also, das ist ein absoluter Minuspunkt für mich. Das würde mir vollkommen ausreichen. Allerdings ist mir aufgefallen, dass wenn ich einen zweiten Bildschirm als Vorschaubildschirm für den Clean Video Feed anschließe und den so einstelle, was ich gerne tue, dann ruckelt fast immer der M1 Mac. Ich weiß nicht warum. Es liegt in dem Fall möglicherweise auch irgendwie softwareseitig oder sowas. Ich weiß nicht genau, welche Bestandteile der Hardware Blackmagic mit diesem Clean Video Feed beansprucht. Aber der Performance Drop ist so gewaltig, dass wenn ich bisher mal auf dem M1 Mac geschnitten hatte, ich eben diese Vollbildvorschau ausgeschaltet habe, weil das einfach in dem Augenblick keinen Spaß mehr gemacht hat. Beim Windows-Rechner ist es schwer zu sagen, ob es Performance kostet, womöglich auch ein bisschen. Allerdings ist es hier erstmal kein Problem, einfach, eben diese Vollbildvorschau angeschaltet zu haben. Und die Bildausgabe gefühlt beeinträchtigt die Performance gar nicht. So, jetzt musste der Mac tatsächlich mehr federn lassen, als ich es tatsächlich beabsichtigt hatte. Nvidia weiß schon, warum die das zur Verfügung gestellt haben. Ne?
Die sind sich schon bewusst, dass das relativ einfaches Rennen für Nvidia sein wird. Zur Ehrenrettung kann man jetzt aber noch mal kurz darauf hinweisen, dass die eigentlichen Rendergeschwindigkeiten, was das Herausrendern eines normalen Projekts, was jetzt nicht vollgeladen ist mit KI-Funktionen oder ähnlichem, sondern normales Schneiden, einfach normales bisschen Color Grading und so weiter, dass es hier erstaunlich ist, was da aus der kleinen Kiste rauskommt. Drei Vergleiche. Zum einen habe ich das letzte Video rund um Monitormythen auf dem MSI Creator mit der 3080 gerendert, was ziemlich genau 30 Minuten gedauert hat. Ich habe es auf meinem alten Razer Blade mit der 2080 Super gerendert, was ziemlich genau 40 Minuten gedauert hat. Okay. Das hat mich tatsächlich überrascht, dass hier der Performance-Unterschied so groß war. Also das sind 25% Unterschied und die Rechner sind quasi identisch, abgesehen von der Grafikkarte. Also hat mich überrascht. Ja, aber er hat doch selber gesagt, dass DaVinci Resolve nun mal ziemlich GPU-lastig ist. Also, was erwartet er denn da? Und der M1 Mac, der positioniert sich dazwischen, aber deutlich näher an dem MSI Creator mit roundabout 32 Minuten in diesem Fall. Also, Rendergeschwindigkeiten sind hier echt gut. Und das, wenn ich mal kurz ein bisschen den Kreis schließen darf, führt mich wieder ein bisschen zurück zu den ganzen initialen Reviews, die ich rund ums Jahresende gesehen hatte, wo ja viele Leute die M1-Rechner absolut abgefeiert haben und ich offen gesagt auch mit ein bisschen falscher Erwartungshaltung rangegangen bin. Ich bin mal gespannt, ne? Ich habe ja heute in meinem Video ja eigentlich so die M1 Pros und Macs auch so ein bisschen gefeiert, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich ja alles andere als ein Apple-Fan bin. Aber ich bin natürlich trotzdem auf die ersten Praxistests gespannt, gerade mit solchen Sachen jetzt. Ne, weil das sind jetzt natürlich alles nur Apple-Daten, die wir vorliegen haben. Praxisdaten gibt es noch nicht, wobei man Apple da ja zumindest immer einigermaßen vertrauen kann. Und hier sieht man, der M1 wurde auch hardcore-mäßig abgefeiert. Das Ding ist ja auch wirklich gut und brauchbar. Ja, dass es ein bisschen langsamer ist als so ein Rechner mit der RTX 3070, ist ja eigentlich zu erwarten. Aber die Dinger sind am Ende natürlich trotzdem nicht so gut, wie sie hochgejubelt werden. Und das wird dem M1 Max und Pro sicherlich auch so sein. Denn viele Leute haben genau das gemacht, was sie am Anfang gemacht haben. Und was ist denn hier los? Der Chris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 7. Hi, ho, vielen Dank für den Sub. Ich habe nämlich einfach mein Material in eine Timeline geschmissen oder leichtes Grading drauf angewendet und gesagt, guck mal, spielt flüssig. Und das tut's auch. Zur Ehrenrettung, absolut. Wenn das euer Anspruch ist, das tut es. Und ist dabei auch noch sauleise. Also das ist absolut großartig. Und das eigentliche Rendern, also der Export, eine Endausgabe, das ist auch richtig gut. Da habe ich übrigens auch schon zu meinem alten MacBook Pro von 2017, was ich ja mal gegen das Razer Blade in verschiedenen Performance-Tests Anfang des Jahres hatte laufen lassen. Auch da waren die Unterschiede in den Renderzeiten am Ende nicht so groß, erstaunlich nah dran. Ich habe halt damals schon gesagt, ich finde, das ist nicht der richtige Punkt, also nicht der entscheidende Punkt. Wenn ich mich bei der Arbeit vorher quäle, ist es vollkommen egal, ob ich am Ende irgendwie 5 Minuten mehr oder weniger. Das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Argument, muss man sagen. Denn wichtig ist, okay, mein Gott, bei mir ist es jetzt immer relativ wichtig, dass die Videos halbwegs schnell rendern, weil ich die Videos natürlich tagesaktuell produziere und ich bin meist so mit einem Videoschnitt und allem drum und dran so um, sagen wir mal so, wenn es lange dauert, so 15, 30, 16 Uhr fertig, um 17 Uhr soll das Video online kommen, dann sollte der natürlich relativ schnell rendern. Wenn er jetzt eine Stunde länger braucht, wird es nämlich schon ziemlich eng. Aber in der Regel ist es jetzt nicht schlimm, wenn er mal eine halbe Stunde länger rendert. Hauptsache, man kann das Video vernünftig schneiden. Weniger Zeit warten muss und in der Zeit Kaffee trinke oder spazieren gehe. Aber alles in allem trotzdem leichtes Color Grading, normales Playback, da kann der M1 richtig gut mithalten. Etwas anspruchsvollere Funktionen, die die GPU oder eben sogar die KI-Funktion fordern, da ist ganz schnell Feierabend. Abermals zur Ehrenrettung des M1 Max will ich aber nochmal darauf hinweisen, dass es wirklich stark eine Frage der Software ist, die ihr benutzt. Und DaVinci Resolve und einige andere sind eben unglaublich GPU-lastig und hier sieht Apple aktuell zumindest einfach noch kein Land gegen eine richtige Kraft. Aber wie gesagt, der M1 Pro, ne, also die Max-Version, die hat sogar 4096 Shader. Also die hat in etwa so grob die GPU-Rechenleistung einer PlayStation 5, ein bisschen mehr sogar. Das könnte da schon ganz anders aussehen, was die da drauf gezaubert haben. Da wird AMD so schnell nicht mitkommen und auch kein Intel. Grafikkarte. Aber anders zum Beispiel sieht es aus, wenn wir uns mal in Final Cut begeben. Ich meine, Final Cut, Apple Software ist natürlich unglaublich gut auf Apple-Systeme optimiert und ich vermute jetzt, ohne über ausreichende technische Hintergrundinformationen zu verfügen, einfach mal, dass Final Cut eben deutlich mehr von der CPU profitiert, die in dem M1 Max ja wirklich verdammt gut ist. Hier ist ein bisschen Behind-the-Scenes-Material von einem Dreh neulich. Das ist 4K 60 Frames, liegt in der Timeline drin, kann erstmal perfekt flüssig abgespielt werden. Also auch hier die Fluffigkeit.
Aber wisst ihr, was ich teilweise glaube? Er hat es ja selber gesagt, dass er OBS am Laufen hat. Das heißt, dass er mit OBS die Szenen abfilmt, was ein Riesenfehler ist. Ein Riesenfehler, weil OBS braucht teilweise unglaublich Performance und ich kann mir gut vorstellen, dass OBS die Schnittprogramme nochmal deutlich zusätzlich in die Knie zwingen kann. Also mit OBS das Ganze aufnehmen, sowas, gerade bei der Kanalgröße macht man das nicht. Also da sollte man auf jeden Fall irgendwie gucken, dass man, er hat sicherlich noch irgendwo einen Zweitrechner stehen oder so, dass man von da aus dann mit einer Capture-Karte abfilmt. Eine Capture-Karte kriegst du mittlerweile für unter 100 €. Das dürfte nicht mehr das riesengroße Problem sein. Also ich glaube schon, dass OBS da ordentlich mit reingrätscht. Mit der Schnitt möglich ist gar kein, naja, minimal vielleicht mal, aber grundsätzlich überhaupt kein Problem, wenn ich jetzt hergehe und ein bisschen Color Grading draufhaue, mal Farbräder oder sowas. Wer sich übrigens wundert, warum ich mit Final Cut umgehen kann, Grüße gehen raus an den lieben Sebastian Meinhold, der mir einen Viertelstunden Final Cut Crashkurs gegeben Ein hat. Viertelstunden Crashkurs. So, also ich mache jetzt hier mal irgendeinen Schmuh, vollkommen egal. So. Performance wird davon in keiner Weise beeinträchtigt. Das ist wirklich beeindruckend. Also wenn ihr Final Cut Editor seid oder euch vorstellen könnt, mit Final Cut zu arbeiten, boah, wirklich beeindruckend, was hier Hardware und Software zusammen im Bunde zu leisten imstande sind. Okay, Zeit für ein Fazit. Ich möchte wirklich nochmal betonen, dass es mir jetzt überhaupt nicht darum geht, zu sagen, das eine Gerät ist besser als das andere Gerät oder so. Auch wenn die reinen Performance-Vergleiche natürlich gezeigt haben, wo die Grenzen beim M1 Max sind. Aber gerade das fand ich auch ganz interessant, mal auszuloten, weil es gibt ja so viele Videos, die diese Geräte gegen 10.000 € Workstations haben antreten lassen. Und mir ist schon klar, dass das Einsteigerprozessoren sind. Mir ist auch klar, dass das MSI Creator sich als Workstation-Notebook versteht. Auf der anderen Seite packt Apple diese Prozessoren auch in ein MacBook Pro rein. Das Genau, das ist es halt, ne? Und ganz schwierig wird es dann bei solchen Videos natürlich dann mit den Apple-Fanboys. Muss man einfach so sagen. Und die das Ganze dann teilweise zu Tode haten. Aber es ist nun mal Fakt. Also er wird ja gleich, also das Fazit hat er ja noch nicht komplett geschlossen. Er wird ja gleich nicht sagen, dass das M1-Ding Kacke ist. Das Problem ist nur, das M1-Teil kam mit der DaVinci Resolve nicht. Das wird am Ende sein Fazit sein. Und das ist ja auch ganz offensichtlich. In vernünftiger Konfiguration deutlich über 2.000 € kostet. Das darf man ja auch nicht ganz vergessen. So viel übrigens zu Apple verbaut ja auch gute Hardware, die entsprechend kostet. Ich weiß nicht, so ähnlich hat sich ja vorhin einer ausgedrückt. Und wie gesagt, sie haben absolut ihre Daseinsberechtigung. Die Entwicklung geht in die richtige Richtung, dass sie so energieeffizient und leise sind, finde ich spektakulär. Und wenn der Anspruch nicht zu hoch ist, kann man damit auch echt richtig gut arbeiten. Wenn es aber mehr sein darf, dann sieht die Sache aus meiner Sicht immer noch so aus, dass man nicht um einen richtigen, um einen ernsthaften Rechner herumkommt. Da, ja. Ich will kein Werbeblabla machen. Wenn ihr zu irgendeinem Fachhändler geht und lasst euch eine Workstation bauen, die werden euch eine Nvidia-Grafikkarte reinbauen. Das ist einfach so, wie der Stand der Dinge momentan ist. Das Und ist ganz Fakt. unabhängig davon, wenn es euch interessiert, könnt ihr mit so einem Gerät natürlich auch ziemlich gut zocken. Ich habe nämlich tatsächlich für dieses Video meine goldene Regel verletzt und zum allerersten Mal hier im Büro gezockt. Cyberpunk in voller 4,5K-Auflösung. Ging gut. Okay, ich hoffe, ihr konntet aus diesem Video was mitnehmen. Ich hoffe, dass ich neutral und fair sein konnte und jetzt nicht den Eindruck erweckt habe, irgendwie aus. Also was so ein bisschen schade ist, dass er sich immer wieder rechtfertigen will, muss, warum auch immer. Und das macht er, glaube ich, auch, weil er genau weiß, dass viele Apple-Fans zugucken. Also ich glaube nicht, dass er das wegen Nvidia-Fans macht. Also wenn er jetzt das Nvidia-Produkt, wenn das schlecht gewesen wäre, sagen wir mal so, nicht schlecht gemacht, er will ja auch gar nicht schlecht machen, sondern wenn der Nvidia-Laptop, wenn der jetzt nicht getaugt hätte oder der MSI-Laptop, ne, dann hätten sich höchstwahrscheinlich nur ganz, ganz wenig Nvidia-Fans oder MSI-Fans oder sonst was beschwert. Bei Apple ist das immer so eine Gratwanderung. Und das ist das, was ich oft nicht mag. Das ist das Schwierige. Er sagt was gegen Apple und wird sofort zu Tode gehatet. Und gerade deswegen rechtfertigt er sich hier zu Tode. Und das finde ich total scheiße. Man muss sich nicht für seine Meinung rechtfertigen müssen. Also man muss natürlich erklären, warum man diese Meinung hat, aber nicht das, was er da die ganze Zeit macht, finde ich eigentlich sehr unschön. Persönlicher Präferenz, das eine oder das andere bevorzugen, was ich einfach nicht tue. Ich freue mich, die Auswahl aus den besten Dingen für meine Arbeit zu haben. Beides hat seine Daseinsberechtigung. Schreibt mir unbedingt in eure Kommentare,
Nee, Quatsch, in meine Kommentare. Schreibt nicht in eure, schreibt in meine Kommentare rein, wie ihr zu der ganzen Sache steht. Nutzt ihr schon einen M1 Mac? Habt ihr noch einen älteren Mac? Habt ihr ein Windows-Gerät? Würdet ihr vom einen aufs andere wechseln wollen? Wie seht ihr die Dinge? Findet ihr meinen Test absolut kacke und glaubt, dass ich irgendwie gemogelt habe? Schreibt's rein. Interessiert mich bei dem Thema wirklich. Bleibt sachlich. Ich weiß, gerade bei dem Thema Apple versus Windows ist auch immer, oder gerne mal so ein bisschen Fanboy-Gehabe dabei. Ich glaube, das haben wir alle nicht nötig. Also lasst uns zusammen die besten Geräte nutzen. Das, was ich gerade auch gesagt habe. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also, jetzt völlig unabhängig vom Thema Apple, Nvidia oder sonst was, Andreas Abb, mega sympathischer Typ, muss ich einfach so sagen. Er spricht absolut klar, fantastisch, die Videos sind super geschnitten. Ne, also was Besseres geht gar nicht. Wieso hat dieser Kanal nur 43.500 Abonnenten? Verstehe ich hinten und vorne nicht. Geht gar nicht. Also von mir auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben. Ist vielleicht ein bisschen zu lang geworden, das Video, meiner Meinung nach. Das hätte man ein bisschen kürzen und straffen sollen. Aber das sagt der Richtige, weil meine Videos werden ja auch gerne mal ein bisschen länger. Sehr cool. So, zum Thema, dass bei Clips zuerst nicht flüssig abgespielt wird und er sich dann fängt, meiner Beobachtung nach liegt das an der Länge der Clips in der Timeline und so weiter. Okay, könnt ihr euch ja mal durchlesen oder so. Guckt mal beim Kanal vorbei, wenn ihr irgendwie Foto-Videoproduktion oder so interessiert seid. Also ich denke mal, aus dem könnte noch mal richtig was werden, wenn er regelmäßig Videos raushaut. Monty schreibt was rein. Können wir machen. Klar, aber das ist von das Monty Uncut dann, aber das macht ja nichts, ne? Das liegt daran, wenn ich das Mikrofon hier vorstehen habe. Ich bin ja eigentlich ein sehr zügiger Schreiber, aber dann funktioniert das nicht so richtig. Moin Andreas, wir haben gerade dieses tolle Video im Twitch-Stream verfolgt und ich bin richtig begeistert von deinem Videostil. Mach bitte weiter so. Du hast echt Potenzial für deutlich mehr. Gruß Monty. So, den hinterlassen wir hier auf jeden Fall mal von das Monty Uncut. Du dürft ihr übrigens gerne auch mal vorbeigucken bei das Monty Uncut. Denn da, also wenn ihr mal so Streams verpasst oder so, denn da lade ich meine ganzen Reactions hoch, ne? Aber das wurde jetzt von das Monty Uncut auch aufgenommen, also ihr einfach nur abonnieren. Ja, und so viel dazu und das Monty Uncut werde ich jetzt nämlich mal verabschieden. Tschüss.